Chris, ihr spielt 90 Minuten auf ein Tor. Der Gegner schießt einmal aufs Tor, ist drin. Ist wahrscheinlich für euch jetzt sehr frustrierend, oder? Ja, nicht bloß für uns. Für alle sehr frustrierend. Aber wie gesagt, das ist eine Situation, die wir uns selber zuzuschreiben haben. Weil, ja, wir haben in der ersten Halbzeit zwei große Chancen. Wir köpfen einmal an die Latte. Wir haben mit Simon Zoller noch eine riesen Chance, wo er einen Schritt zu spät kommt. Machen da das Tor nicht. Und dann ist es klar, dass es gegen so eine Mannschaft schwierig ist. Weil wenn eine Mannschaft so tief steht wie Paderborn, dann ist es einfach schwer, Chancen auszuspielen. Und dann müssen wir halt mal eine von den Chancen nutzen. Aber nichtsdestotrotz legen wir uns das Ding natürlich dann hin wieder selber rein. Und das ist einfach das Bitterste, dass wir einfach die Spiele verlieren. Nicht, weil die Mannschaften besser sind oder weil die uns super ausspielen hinten. Sondern wir legen denn die Dinger einfach Woche für Woche selbst hin. Markus, Spiel auf ein Tor. 90 Minuten angerannt. Vorne keinen reingekriegt. Hinten schießt der Gegner einmal aufs Tor. Wahrscheinlich für euch jetzt eine sehr frustrierende Angelegenheit, oder? Ja, ich glaube, du hast es super zusammengefasst. Das Bittere ist nur, dass wir jetzt in den letzten drei Spiele, Ligaspiele, haben wir 4 Torchancen gegen uns zugelassen und kriegen wir 5 Tore. Und das waren dann nicht mehr wirklich Torchancen, sondern wir hauen uns die Dinge einfach selber rein. Und da müssen wir einfach als Mannschaft mehr Verantwortung übernehmen und müssen einfach zusehen, dass wir es abstellen.